Jojo Freunde, was geht ab? Ist wieder Armin von Immer Fresh und ich heiße euch willkommen zu dem heutigen Video, zu einem Format, was wir so noch nicht hatten, und zwar zu den Top 11 plus 4 Sonnenbrillen Rapper Edition. Also was sind die freshsten Sonnenbrillen, die die Rapper im Laufe der Zeit getragen haben und vor allem auch, die noch verfügbar sind, die man auch easy kaufen kann. Weil viele Rapper tragen ja auch Customs oder Vintage-Modelle, die entweder sehr teuer sind oder nur mit einem bestimmten Plug oder so verfügbar sind. Viele von euch hatten es sich im Laufe der Jahre immer wieder gewünscht. Und jetzt steht ja der Sommer vor der Tür. Da würde ich sagen, let's go. Was ihr in der Beschreibung findet, sind alle Links zu den Sonnenbrillen, die ich euch hier vorstelle. Und drei aktuell sehr starke Sonnenbrillen-Sales. Wir starten vom günstigsten Modell und gehen zum teuersten. Aber keine Sorge, bei plus 4 sind noch ein paar günstige dabei. Deswegen macht euch da keinen Kopf. Wir starten mit Number 1, der Ray-Ban Justin. Grüße gehen raus an der Stelle. Auf jeden Fall hat auch Kapi unter anderem oder unter anderem auch Jamule haben schon diese Sonnenbrille gerockt. Und es ist auf jeden Fall ein entspanntes Modell, mit dem man nichts falsch machen kann. Und mit dem ist man auch eigentlich jedes Jahr gut bedient. Ja, die könnt ihr auch nächstes Jahr in 2 Jahren noch rocken. Gibt es in verschiedenen Farben. Ray-Ban, solide Qualität. Hier gerade für 105 Euro, was günstiger ist als der Normalpreis. Aber ihr findet auf unserer Website, erster Link in der Beschreibung, findet ihr weitere Shops. Ja, da suchen wir euch immer den günstigsten Preis raus. Das heißt, klickt da einfach alle Shops an und checkt, was der günstigste Preis ist. Manchmal gehen nämlich sehr starke Aktionen. Aber da Kapi ja schon selber gesagt hat, dass er nicht immer Markenbrillen rockt. Yo, an die Leute von Immer Fresh, das ist Vinzi Stein und das ist eigentlich immer in den Videos seine Brillen. Für 9,99 €. Ich liebe euch und grüße. Haben auch wir natürlich günstige Alternativen zu den teuren Modellen am Start. Hier mit diesem Modell von La Optica für 20 Euro. Bekommt ihr für diesen gleichen Style ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Weiter geht's mit Nummer 2, ebenfalls einem zeitlosen Modell. Ja, wir haben auch hier in dem Video sowohl zeitlose Modelle, als auch Modelle, wo ich halt das so einschätzen würde, dass ich sagen würde, okay, das ist halt jetzt in, aber so in ein paar Jahren ist es halt nicht mehr in, das hat jetzt gerade einen Hype. Aber wie auch immer, zeitloses Modell, Ray-Ban Clubmaster. Für die Clubmaster-Fans kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Sieht fresh aus, wie wir hier zum Beispiel bei Maxwell sehen, der trägt sie sehr gerne, aber es haben auch schon richtig viele andere Rapper die getragen, unter anderem Jizzes, unter anderem Alex, unter anderem hat auch zum Beispiel Ferro eine Gucci-Brille in diesem Style getragen. Hier seht ihr auch nochmal Kapi zu Wir ticken Zeiten, auch schon die Clubmaster am Start. Und ihr seht, die ist auch dieses Jahr noch fresh. Und wie gesagt, auch in den Folgejahren. Mit 113 Euro auf jeden Fall auch unterm Normalpreis. Bei Ray-Ban direkt kostet die 195 Euro. Aber checkt da auch den Artikel auf immerfresh.de für weitere Angebote. Und die Brillen, die wir euch hier vorstellen, alle in der Beschreibung verlinkt. Was findet ihr noch in der Beschreibung verlinkt? Ganz oben findet ihr drei Sonnenbrillen-Sales. Ja, das heißt, wenn ihr hier jetzt nicht ein Modell gefunden habt, was ihr übelst nice findet, und ihr aber Bock auf ein Schnäppchen habt von Sonnenbrillen, checkt es ab, ja. Eine der Brillen ist auch aus dem Sale, so aber dazu später mehr. Ganz oben in der Beschreibung, unter anderem Ray-Ban-Sale, Mr. Spec-Sale, Apollo Optics-Sale. Immer fresh. Wer diesen Clubmaster-Style feiert, aber nicht über 100 Euro ausgeben möchte, ist hiermit auch gut bedient. Kriegt eine solide Sonnenbrille für ca. 15 Euro. Und gerade bei Sonnenbrillen ist es ja so, ne, wenn man in Urlaub geht oder so und jetzt nicht der Typ ist, der unbedingt Designer-Shades haben muss, ja, dann finde ich, geht auch sowas voll klar. Gerade, weißt du, man vergisst ja mal so eine Sonnenbrille irgendwie im Park oder so, lässt mal liegen. Kommen wir zu Nummer 3, Alter. Trink diesmal herzlich mit Wildhut. Glas 6 von dem Grey Goose. Raf Camora Playboy. Auf jeden Fall trägt hier die Ray-Ban Aviator. Auch ein Modell, was ich sehr feiere, was ich auch selber habe. Auf jeden Fall auch eine sehr stilvolle und zeitlose Brille. Ja, Ray-Ban bringt die zeitlosen Brillen. Und die ersten drei sind jetzt hier gerade Ray-Ban, ich weiß. Aber das ist einfach das günstigste Modell, was noch bei Deutschrappern Anklang findet, kann man eigentlich sagen, ist Ray-Ban. Hier findet ihr eine Übersichtsseite mit ganz vielen verschiedenen Colorways zu verschiedenen Preisen. Auch so über 100 Euro. Hier 113. Und eine günstige Alternative, 17 Euro, habt ihr auch den Aviator-Style in verschiedenen Farben am Start. Immer fresh, was los? Kommen wir zum nächsten Modell, Alter. Das ist auch übelst nice, auch übelst nice. Es ist die Tom Ford Snowden von UFO. Ich würde sagen, bisher UFOs Lieblingsbrille. Also es gibt keine Sonnenbrille, in der ich UFO öfter gesehen habe, als in dieser Tom Ford. Hier 222 Euro für eine Designerbrille, auch ein guter Preis. Hier findet ihr auch weitere Shops. Das ist auch so eine Brille, die mir so scheint, als würde die langsam immer mehr sold out gehen. Kommen wir zu Number 5. Auch ein Modell, nachdem ihr uns auch übelst krass gefragt hattet. Und zwar hat sie zum einen hier Samra getragen, zum anderen auch Contra K in Tennissocken und Asphalt. Aber alles bleibt cool, wenn du cool bleibst. Nikes und Tennissocken auf Asphalt. Und zwar ist es die Dior Black Tie. Dieses Modell ist schon überall sold out. Der einzige Shop, wo ich sie noch gefunden habe, ist hier. Unsere Bras von Otica.net haben sie am Start. Ist auf jeden Fall auch ein legit Shop, wer sich fragt. Circa 250 Euro. Und dazu haben wir natürlich auch eine günstige Alternative in dem Style am Start. Von 20 auf 10 Euro reduziert. Link, wie gesagt, auch in der Beschreibung. So, kommen wir zu Nummer 6.
Ja, ein Modell, das darf auch auf keinen Fall fehlen, was Deutschrap Sonnenbrillen History angeht. Pass auf, ich gebe einen Tipp. Zerschnitt im Benzema-Trikot, bei uns läuft Gage, stimmt, Tragedie. Ich hör bei dir läuft, miss, miss. Ihr wisst Bescheid, Alter, ihr wisst Bescheid. Hier, Kasal. Welcher Rapper hatte bisher keine Kasal an? Sagt mir das mal. Aber an der Stelle zeigen wir euch auf jeden Fall das Modell von Suna aus Kasal. Weil Suna und Miami waren auf jeden Fall die, die diesen Kasal Trend nochmal groß gemacht haben in Deutschrap. Ist auf jeden Fall ein bisschen protziger und keine Brille, die jetzt von dem breiten Mainstream in dem Sinne, denke ich, jemals anerkannt wird, wie zum Beispiel halt die Ray-Ban-Modelle. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, zeitlos, zumal ja auch Kasal immer wieder neue Modelle rausbringt. Zum Beispiel die schwarze von Suna aus Kasal gibt es gar nicht mehr. Was wir euch außerdem hier verlinken, ist noch eine Übersichtsseite zu den aktuellen Kasal-Brillen. Da könnt ihr mir abchecken, welches Modell euch am besten gefällt. Ihr seid so 300 Euro rum. Auf jeden Fall müsst ihr mit einplanen. Als nächstes haben wir Nummer 7. Einer Sonnenbrille, wo ich denke, dass sie gerade halt einen Hype hat und gerade auch sehr fresh kommt. Aber wo ich denke, so in ein paar Jahren, denke ich nicht, dass die dann noch so in der Form in ist. Aber nagelt mich nicht fest, wisst ihr, am Ende ist es nur meine Einschätzung. Und zwar das Modell von Bottega Veneta, das zum einen Nimo getragen hat. Bus, mach mir nicht auf Messerstecher, wenn du kein Talent hast, warum wirst du Rapper? Ich seh zu viel Fake-Rapper. Aber auch gerade bei diesen Fashion-Leuten ist die sehr beliebt. Zum Beispiel Ashraf von 6PM hat dieses Modell auch getragen, wobei es ein leicht anderes Modell ist als das von Nimo. Das von Nimo ist nochmal breiter. Bottega Veneta im Allgemeinen hat auch gerade im Fashion-Game einen Hype. Ja, all die Deutschrapper rocken Bottega, aber auch außerhalb des Deutschrap Games. Das Modell geht auch immer mehr sold out, ist auf jeden Fall auch unisex, also sowohl von Damen als auch von Herren kann die getragen werden. Hier für ca. 300 Euro und das Modell von Ashraf im gleichen Preisbereich. Wenn sie noch woanders gerestockt wird, findet ihr die Shop-Links auf unserer Website. Weiter geht's mit Number 8, einer runden Sonnenbrille von Gucci. Gucci auf jeden Fall auch im Sonnenbrillen-Game sehr weit vorne mit dabei. Und dieses Modell wurde hauptsächlich von Capi getragen. Und es war auch ein Modell, wo ich am Anfang sehr lange gesucht habe, weil ich dachte, hä, was ist das? Louis V, Cartier? Aber nee, ist tatsächlich diese Gucci. Und sieht auch, finde ich, bei Capi sehr nice aus. 341 Euro, war auch bei vielen von euch sehr beliebt. Und auf jeden Fall auch eine Alternative von einer namhaften Brand, Polaroid, in demselben Style. Haben wir euch auch an den Chart gebracht, 40 Euro. Weiter geht's mit Nummer 9. Auch eine Sonnenbrillen-Brand, die nicht fehlen darf. Und zwar Dieter. Das am meisten gerockteste Modell und auch das, wenn man an Dieter denkt, würde ich sagen, denkt man eher an das Modell, die Flight 006. Hier zum Beispiel von AZ gerockt. Aber auch von vielen weiteren Rappern. Ja, von Enno, von Mero, hier auch von Farid. Auf jeden Fall hochpreisig. Hier gibt es sie für 493 Euro. Und wir haben auch eine Übersichtsseite mit vielen weiteren Colorways an den Start gebracht. Auch eine sehr, sehr coole Brille. Eine günstige Alternative für 18,99, die wirklich sehr nah rankommt, haben wir auch am Start. Da seid ihr ready für Nummer 10. Die Louis Vuitton Millionaires Sonnenbrille. Unter anderem von der Deutschrap-Fashion-Ikone Shindy getragen. Also wir bleiben safe bei diesem One-Take-Ding. Aber auch quer durch die Bank von richtig vielen anderen Künstlern. Hier von Alex. Hier seht ihr Baba Haft in der Sonnenbrille. Kostet 625 Euro. Auf jeden Fall ein ordentlicher Preis. Und mit der hinterlasst ihr auf jeden Fall einen Eindruck. Eine Übersichtsseite mit Secondhand-Louis-Brillen findet ihr auch. Da könnt ihr vielleicht einen günstigen Schnapper machen. Und eine günstige Alternative dazu haben wir euch ebenfalls an den Start gebracht. So 19 Euro. Genau, kann man auf jeden Fall nicht viel falsch machen. So, bevor es zu den Top Plus 4 geht, haben wir hier Nummer 11, und zwar ein Style, der auch sehr, sehr beliebt ist und auch von Deutschrappern quer durch die Bank getragen wurde. Und gerade bei den Rappern, die ein bisschen mehr Wert auf Fashion legen, ist dieser Style auch sehr beliebt, und zwar die rahmenlose Cartier. Hier ist halt die Sache, dass die Rapper zum einen entweder Vintage-Modelle tragen, die es halt so nicht mehr gibt, die haben sich halt irgendwie geklärt, oder dass sie Customs tragen, ja, zum Beispiel City Optik House macht gerne so eine Customs, oder dass sie normale Brillen tragen, ja, zum Beispiel jetzt Rin in seinem neuen Song, oder auch Capi mit der Panthère de Cartier oder PA etc. Die tragen dieses Modell als normale Brille und nicht als Sonnenbrille. Und das einzige Modell, was aktuell verfügbar ist in der aktuellen Kollektion, sage ich mal, und diesen Style hat, ist dieses Modell. Und wer Bock hat auf so eine richtig nice Cartier Designerbrille, auf jeden Fall Empfehlung. Hier übelst nicer Steg. Hier auch am Bügel seht ihr das C-Logo. Kommt auch mit einer geilen Hülle und in verschiedenen Farben. Hier 878 Euro, auf jeden Fall schon eine Ansage. Friends, mich würde interessieren, schreibt mal in die Kommentare, was von diesen ganzen Brillen ist eure Lieblingsbrille oder sind eure zwei, drei Lieblingsmodelle? Würde mich sehr interessieren. Und schreibt doch in die Kommentare, was welches Video als nächstes kommen soll, alle, wenn euch das Video gefallen hat. So, jetzt kommen wir zu Plus 4. Plus 1, auch legendär. Friends, wir haben nur legendäre Brillen. Und zwar genau, Apaches hexagonale Ray-Ban. Ohne Brille an, fahr durch meine Stadt, ich geb kein Pick 200 km/h. Die gibt's hier gerade für 70 Euro statt 140, also um 50% reduziert, nur online das Angebot. Also bestes Angebot ist auch noch verfügbar. Plus 2,
ist die Versace Biggie. Das Modell, das nach dem legendären Rapper benannt wurde. Hier sehen wir Summer Jam in Yalla Goodbye in der Sonnenbrille. Yalla Goodbye, yeah. Immer fresh, immer clean, Parachute fly, yeah. Ihr kommt nicht hinterher. Yalla Goodbye. Aber hier wurde sie auch schon von diversen anderen Rappern getragen. Kostet eigentlich 240 Euro. Hier gibt es sie gerade für 154 Euro. Auch ein sehr guter Preis für eine Versace Sonnenbrille. Und die günstige Alternative von 20 auf 10 Euro haben wir auch am Start. Weiter geht's mit Plus 3. Einer Sonnenbrille, die AZ in Guadeloupe gerockt hat und nach der ihr uns auch direkt gefragt hattet. Und auch wirklich ein sehr cooles Modell. Auch ein bisschen einzigartiger Look. Ich finde, sieht auch ein bisschen aus wie diese Celine-Brillen. Dadurch, dass so das Metall im Vordergrund ist. Kostet eigentlich 170 Euro und hier gerade für 92 Euro erhältlich. Hier 103 Euro, keine Ahnung, warum das da steht. Aber wenn man hier zum Beispiel draufklickt, sieht man, dass sie eigentlich 170 Euro kostet. Gibt es auch in weiteren Farben. Hier die Farbe finde ich auch sehr wild. Und in vielen Farben, wie gesagt, um 100 Euro gerade am Start. So, und jetzt kommen wir zu unserer Plus 4. Hier von Luciano getragen in Nicht wach. Es wird nicht rich, eines Tages werd ich star. Eines Tages hab ich Kraft, eines Tages werd ich stark. Heute hab ich alles das. Auch von Dadan getragen, da finde ich aber das Bild nicht. Und zwar von der Marke Annette. Die war in einem Shop übelst krass reduziert, aber da ist sie leider schon sold out. Deswegen hier in dem Shop aber auch um 20% reduziert. 80 Euro statt 100 Euro. Weitere Shops auch im Artikel. Friends, ich küsse euer Herz. Inshallah werden die Tage jetzt wärmer und bleiben so. Vergesst nicht zu kommentieren, liken, abonnieren, Welle machen, dass wir weiter geile Videos für euch machen. Bis gleich im nächsten Video. Peace.